Wir gehen rein in One Piece Chapter Reno. Ich hoffe, das passt mit Kagi. Das werden wir dann sehen. Ich habe ein, zwei Spoiler bekommen. Muss ich leider zugeben. Ich werde nicht sagen, was. Ich werde dann erst nach der Reaction euch sagen, was es gewesen ist. Für die Leute, die auch noch nicht gelesen haben, werde ich es nicht spoilern. Ich habe nicht schlimme Sachen mitbekommen, aber ein, zwei Dinger, die vielleicht nicht so optimal waren, werden wir dann sehen. Aber der gute OPT hat mir gesagt, dass in diesem Chapter sehr viel krasses Zeug drin ist, dass man sowieso genug Redebedarf hat. Teufelstochter Yamato, stellvertretender Koinari-Schreibbesuch, Teil 4. Ich möchte dich bitten, das Schwert anstelle des verstorbenen Yasuo in den Enma-Schrein im Akume ist zu bringen. Mit anderen Worten, ich bitte dich um einen stellvertretenden Schreinsbesuch. I don't care about that one, to be honest. Wir gehen rein, Freunde. Oh, shit. Oh, Shoto Watakura-sai, Pauly is back, bro. Das Marine-Hauptquartier in der neuen Welt. Die Welt wird im Meer versinken? Was redest du da, Dr. Vegapunk? Akainu. Ich rauche seit dem Timeskip nur Zigarre und bin die ganze Zeit im Hauptquartier. Fujitora, du Hurensohn, mach endlich mal deinen Scheiß fertig. Digga, ich schwöre, was ist das für ein Akainu-Plot? Bro, wer schwitzt mehr? Dragon oder Akainu? Es ist wirklich ein krasses Battle. Die sind beide so epic am Schwitzen, Alter. Das ist echt witzig, nur weil er abgenippelt ist, will er jetzt in der Welt Verwirrung stiften. Oh, okay, geil, die glauben ihn nicht, weil die denken, okay, er ist gestorben. Wie sollte denn bitte die Welt im Meer versinken? Water 7, die Stadt des Wassers. Was dieses Land betrifft, ist die Behauptung glaubhaft, aber die ganze Welt, um Gezeiten geht es hier wohl eher nicht, was? Pauly und Louis. Impel Down, das Gefängnis auf dem Meeresboden. Ich weiß gar nicht, wie du verbringst das Lachen nochmal am Anime überhaupt. Das ist ja großartig. Wenn Impel Down vom Meerwasser geflutet wird, was dann, hä? Die Sicherheit der Insassen zu gewährleisten, ist euer Job, mal gelacht. Bro, ey, ich habe, glaube ich, diesen einen Tweet gesehen. Jetzt weiß ich auch, auf was der bezogen war. Digga, Doflamingo ist einfach ein One-Piece-Zuschauer geworden. Der lacht sich einfach die ganze Zeit Schrott, Digga, chillt im Gefängnis und kommentiert so das Geschehen. Das ist alles, was er macht, Bro. So, oh, Magellan, Bro. Zugegeben, bei dem Meeresspiegelanstieg von einem Meter neulich gab es eine Panik im Gefängnis. Wie viele Meter braucht es, damit die Welt versinkt? 5 Meter reichen schon, um die meisten Großstädte zu vernichten. Wollen wir alle zusammen umziehen? An einen hohen Ort? Oh, an einen hohen Ort. Fischmenscheninsel. Was zum Himmels Willen wird passieren? Das ist eine verrückte Geschichte. Jawohl, ja. Oh, Digga. Ist eine verrückte Geschichte, die er gehört hat, oder eine verrückte Geschichte, die er jetzt erzählen möchte? Was ist Neptun da am Kochen? Die Zukunftsinsel Egghead. Oh, wir sind back. Okay, was erzählt er da? Eine Äußerung des größten Wissenschaftlers der Welt stürzt die Bevölkerung auch dann in Chaos, wenn sie eine Lüge ist. Das ist ein bodenloser Unsinn, Dr. Vegapunk. Bro, chill mal deine Eier. Wieso machst du denn immer so? Oh. Ihr müsst ihr müsst jeden lebenden Organismus, den ihr wahrnimmt, vernichten. Oh Gott, die sind wieder Big Bad Mode. Was willst du noch alles ausplaudern, Stella? Für mich liegt das Ganze noch ein wenig in der Zukunft, aber irgendwann, nachdem ich dieses Video aufgenommen habe, wird, wenn die Sensoren, die ich gebaut habe und meine Berechnungen korrekt sind, ein nie dagewesenes Erdbeben die ganze Welt erschüttern. Blackbeard? Oh shit, Bro! Ich habe den Spoiler bis eben vergessen. Ich habe ihn auf Twitter gesehen. Er ist back, Bro. Ich kann nicht. Digga, der Stelzmann. Der fucking Stelzmann ist... Digga, ich scheiß doch auf Kusan, Bro. Der Stelzmann. Der Stelzmann. Stimmt, OPT hat irgendwas gesagt. Ich hab's ganz vergessen. Long Ring Island, Baby. Spricht er etwa von dem Beben, das sich heute ereignet hat? Vegapunk ist aber schon tot. Oh, heute gab's ein Beben? Begleitet wird es von einem Anstieg des Meeresspiegels um etwa ein... Ach, da... Oh, shit, Bro. Was einige Inseln vermutlich unbewohnbar machen wird. Was, ist das eine Prophezeiung? Das Verschwinden aller Strände in der ganzen Welt ist ebenfalls unvermeidbar. Das ist aber schon sehr schicksalsmäßig, ne? Vegapunk macht diese Nachricht. An dem Tag, wo er stirbt, geht das los. Bro, das ist wieder One Piece Welt scripted. Wenn ich mit dieser Prognose falsch liegen sollte, braucht ihr meinetwegen nicht weiter zuzuhören. Warum? Wie unheimlich. Es ist exakt so eingetroffen. Aber, wenn es tatsächlich passiert sein sollte, dann möchte ich, dass ihr mir ganz genau zuhört. Dieses Erdbeben ist ein Phänomen, welches ich nicht mit Überzeugung als Naturkatastrophe
Aha. Ein Phänomen, was keine Naturkatastrophe ist? Also von irgendwas anderem ausgelöst. Also jetzt nicht von der Erde, sondern irgendwie... Oh, Lulusia. Oh, wieder so ein Shit, Bro. Vegapunk, hör sofort auf! Verschwinde! Ich hab mir auch, wenn es vielleicht nicht erkennbar war, immer Frieden gewünscht. I know what they want, my man. Okay. Aha. Bro, die tanken hier immer noch. Digga, der Gorosei geht richtig unter. Okay. Aus dem Weg. Was kommt da als nächstes? Oh! Was? Okay, warte mal. Das ist ja... Das ist, glaube ich, Zeit hier für Attack on Titan, Grisha, Eren, OST. Aber das ist mein erstes Verbrechen. Was ist mit dem Kraftwerk? Ich habe es noch nicht geschafft. Es ist der am besten gesicherte Raum. Ich gehe. Ich habe von unendlicher Energie geträumt. Aus dem Wunsch heraus, diese Welt einen großen Schritt Richtung Zukunft weiterzubringen. Oh, Mother Flame! Bin ich der Sonne zu nahe gekommen? Vernichtet jegliches Lebenszeichen innerhalb des Labors. Scheiße, Bro. Scheiße. A und MU? Oh Gott, Bro. Das ist so ein Chapter, Alter. Das ist so ein Chapter, Digga. Oh nein. Und das hier, Digga, ich schwöre, wenn ich diese Flamme sehe, denke ich irgendwie an irgendein Atomshit, ne? Atomshit, an irgendein Seelenshit. Original Joy Boy ist in dieser Maschine, seine Seele ist eingesperrt. I don't know, man. Hier wurde schon in Enels Cover Story gezeichnet. Oh, geil, ja. Ja, also das war... Also das war das, was ich... Also eine Cover-Story habe ich auch was mitbekommen. Digga, aber da erinnere ich mich auch nochmal aus dem Iceberg-Video, dass man antike Waffen, dass man darauf kommt. Aber Digga, mit der Flamme ist natürlich nochmal krasser, ne? Ich werde euch der Reihe nach erklären, was in der Welt... Was ist das? Der zuckt nicht mal! Oh mein Gott, Digga, er geht ja weiter rein. Er geht ja weiter rein, Chat! Ich dachte, er wäre fertig, er geht weiter rein. Ich erzähle... Oh! Ich erzähle euch von den 100 Jahren zwischen 900 und 800 Jahren vor unserer Zeit. Hier ist endlich am Spitten, Bro. Oh Gott. Die Geschichte dieser 100 Jahre ist tatsächlich ein vollkommen weißes Blatt. Marine, was zeigt ihr da? Bringt den Keller nicht zum Schweigen. Sie werden die leeren 100 Jahre genannt. Und sämtliche Aufzeichnungen über diese Zeit wurden gelöscht. Um etwas über diese... Unterbrechung der Geschichte zu erfahren. Die Todesstrafe ist doch zu milde für ihn. Bringt mir seine Leiche, ich werde ihn in Stücke hacken. Die leeren 100 Jahren. Was ist denn das? Sie weiß nicht. Gibt es keine andere Methode... Oh, sorry! Gibt es keine andere Methode, als die als Poneglyphen bezeichneten Briefe aus der Vergangenheit zu entziffern? Dedishishishi. Die verstreut in der ganzen Welt geheim existieren? Nein! Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Bro, nein, 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 nein. Wir sind tausend Chapter deep. Wir sind 1000 Chapter deep. Und wir sind ein fucking Schuhschuh am Okay, ey. Ich scheiß auf die 100 Jahre. Ich scheiß auf die Mother Flame. Ich scheiß auf die Gorosei. Ich scheiß auf Vegapunk. Schuh? Fucking Schuh. Here we go, man. Er ist so episch, dass wir nur seinen Rücken sehen. Oh mein Gott. Es ist Schuhschuh. Wie krank ist denn das bitte? Shushu is back, Alter. Mein Leben ist komplett, Bro. Ich kann One Piece aufhören zu lesen. Shushu ist zurück und das ist alles, was zählt, Digga. Moment, vor ganz langer Zeit haben sich 20 Könige zusammengetan und die Welt erschaffen. Ob er das nicht weiß, der Opa? Ja, was meinst du? Shushu, Name-Dropping sogar. Doch das Entziffern... Oh, die Queer Pirates. Doch das Entziffern der Poneglyphe ist durch die Regierung... durch die Weltregierung aufs Strengste untersagt. Obwohl ich für die Regierung arbeite, habe ich dieses Verbot übertreten. Das ist mein zweites Verbrechen. Ich habe Schriftstücke, die durch die Hartnäckigkeit einer Gruppe von hervorragenden Wissenschaftlern erhalten geblieben sind. Ohara, Shoutout, man, Huey Ball! So wie einige Poneglyphe entschlüsselt. Digga, Robin... Bro, Robin einfach arbeitslos geworden. Robin denkt sich gerade so, Bruder, wozu habe ich mir die ganze Zeit diese Mühe gegeben? Wozu? Forschung, soweit es möglich war, vorangetrieben und ich bereue es keineswegs. Geschichte besteht aus Geschichten. Warte, da bewegt sich etwas. Seht, dehnen sich die Wolken nicht aus? Hat Edison etwa, als er gesagt hatte, ich sorge dafür, dass euer Schiff im Meer landet? Natürlich, wenn die Wolken sich ausdehnen, erreichen wir das Meer. Ah, ihr müsst entkommen, Strohbande. Ihr dürft euch auf gar keinen Fall von der Weltregierung schnappen lassen. Oh, Bro, Edison wird sterben, man. Mit anderen Worten, ich kenne die unvollständige Geschichte der 100 Jahren. Oh shit, Bro. Es wäre natürlich falsch, die Erzählungen durch meine Vermutungen zu ergänzen. Ich werde hier nur die Tatsachen verkünden, die ich herausgefunden habe. Hä? Mach nichts Verrücktes, Strohhut. Der Protagonist...
Der Protagonist dieser Geschichte wurde vor 900 Jahren in einem Königreich geboren, was eine ungewöhnliche, hochentwickelte Kultur besaß. Oh Gott, der nächste Sitz? Ein Mann, der mit einem elastischen Körper kämpfte, so wie der Sonnengott Nika aus den Legenden von Elban. Sein Name war Joey Boy! Bring uns nicht zum Lachen, Mann! Er war der Erste, den Mann in diesem Meer, den man in diesem Meer einen Piraten nannte. Oh man, Digga, One Piece does it again. One Piece does it again, Alter. Ist es wieder crazy, Mann. Ist es wieder crazy, Alter. The first boy called Joy Boy. Mann, er hat immer noch nicht den Namen gespittet, ne? Er hat immer noch nicht den Namen gespittet. Ich guck gleich, er ist immer noch nicht, Bro. Ey, Mann. Nächste Woche ist Pause. Ja, Digga. Nach dem Chapter kann er 1000 Jahre Pause machen. OPT, komm mal ran hier. Komm mal ran auf den Meter. Moin. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Es ist so. Bro. Das ist so krass, Mann, einfach. Digga, Shushu ist crazy. Ich sag ehrlich. Shushu hat mich am meisten gefreut. Ey, einfach ja, fucking Shushu. Warum? Voll unnützig. Was macht er im Kapitel? Und ein First Page Pauly, Digga. Was ist da los? First Page Pauly, Alter. Aber warum geht der Orange Eastwood, Digga? Was ist denn mit ihm? Also, wo er die ja, Notwendigkeit? Ja, so wirklich so. Also so, weißt du, wann lohnt es sich mal mehr, diese ganze krasse Welt zu zeigen, so wenn ich jetzt, so weißt du? Ja, so perfekt eigentlich, um mal die Orte zu sehen. Komm mit diesen. Ey, wirklich, Shushu, der Tonji, weißt du, auf Stelzen, also geil. Aber, ja gut, Tonji ist, das checke ich ja, warum er gezeigt worden ist. Bro, ja. Ich sage dir, Hakuati Sauro jetzt schon gezeigt, so, auch cool. Ich sag dir, der ist irgendwie, oder ist wegen dem Plot, den er gerade craftet, nochmal zurückgegangen in die ersten Chapters und so. Und deswegen hat er die nochmal reingebracht, weil er so dachte, oh, geile Charakter und so, ich bring die mal rein. Aber ich glaube, er dachte sich so, ja, bald geht's ja nach Long Ring wegen Love Tale, deswegen muss ich ihn nochmal zeigen. Ich meine wegen Shushu. Ich glaube, er hat nochmal Double-Check gemacht wegen den ersten Chaptern und deswegen so nostalgisch gewesen. Und so, ja, okay, ich zeige dir für das Chapter, weil das ist eh nur Full-Pace. Also da ich glaube irgendwas. Komm mal, jetzt, das ist eine komplett dumme Frage, aber meinst du nicht, dass sogar Shushu am Ende im Krieg mit involviert ist? Da, Digga. Stell dir vor, diese ganzen Leute, so weißt du, Shandia und so stehen da alle und ganz vorne Shushu, Bro. Er bellt so, alle gehen dir, rein. Er wird anwesend sein. Ja, Shushu, Alter. Weil bis zum Zeitpunkt, wenn der letzte Krieg ist, ist selbst Orangetown nicht mehr bewohnbar. Ach, meinst du, wir gehen die Route jetzt, dass sie eh keine Wahl haben? Ja, wir gehen die postapokalyptische Überroute. Ja. Alle müssen auf dieses Ding von Elban rauf. Oh, Digga. Eigentlich war so ein Szenario, ne? War so ein Szenario, wäre es eigentlich cool, wenn es irgendwie die Möglichkeit gäbe, dass es irgendwie einen Raum gibt. Also, ich meine, das ist wirklich ernst. Das ist ein bisschen Meme, aber... Hör auf. Das ist wirklich... Hör mir zu. Dass es wirklich einen Raum gibt, wo die Zeit anders ist und die Strohbande weg ist und in der Welt Zeit vergeht. So, weißt du? Das wäre krass. Das wäre schon geil, weil dann hättest du dieses absolute postapokalyptische. Ja, aber ich sag mal so, theoretisch könnte das auch schnell erreicht sein, dieses postapokalyptische Feeling. Ja, safe, auf jeden Fall. So, weißt du, guck mal, dieses Lulucia-Ding war vor kurzem, dann dauert es ein bisschen, bis der ganze Meeresspiegel in der Welt ansteigt, so, und dann nicht mal eine Woche, so ein paar Tage nur, dann ist schon so weit. Also, sie, wenn sie jetzt so machen, ist true. Und überleg mal, theoretisch noch, Lulucia war ja auch nicht so groß, wer weiß, vielleicht können sie ja noch eine größere Landmasse auslöschen und dann ist es direkt 2 Meter oder so. So, weißt du, also ein paar Inseln noch, dann ist es vorbei. Was war nochmal der Grund von Imo, wieso er das auslöschen wollte, das Land? Ja, das ist eine gute Frage. Die haben sehr rebelliert so. Sabo war da, haben sie ja geortet so. Sabo mit den Augenzeugenbericht aus dem Thronsaal. Er hat ihm's da mal gesehen und die Gorosei ist ja abgehauen. Und das war schon für die wahrscheinlich Grund genug, aber... Weil das ja wirklich das fickt ja richtig mit der Welt so. Digga, das ist ja voll nicht ohne. Ja, aber ich frage mich jetzt auch so, warte mal, Oberle, oder allgemein, ist es wirklich der Grund gewesen, weil sie Sabo dort geortet haben? Trafalgar hat geschrieben, austesten. Ja, guck mal, das war eh so komisch. Imsama hat so gesagt, jo, lass uns die neue Erfindung von Vegapunk testen. Benutzt die Mutterflamme. Das ist so, man kann es so schwer deuten. Ist die Erfindung diese Waffe, die Motherflame nutzt, oder ist Motherflame die Erfindung? Weil dieses Ding über dem Lucia war ja nicht diese Flamme im Tank. Motherflame ist die Energie, aber die Waffe kann wahrscheinlich nur mit dieser krassen Energie angetrieben werden. Und deswegen testet Motherflame mit der Waffe. Würde ich sagen. Ja. Macht für mich schon Sinn. Okay, was ist das mit Enel? Die Coverpage kennen wir alle. Da haben wir immer gedacht, oben. Antike Waffe und so. Ja, guck mal oben das Ding, ne? Das Ding. Hat
insgesamt, diese Kreise, wenn du dir darum erzählst, so sind halt 16. 16 Laser bei Lulucia ja, haben eingeschlagen. Ding, ja. Ja, das ist dieses Ding, dann ja, sagen das, Leute, das Uranus. Ja, so, das ist so smart, ne? Uranus, ja. Ja, aber jetzt kommt halt, wenn man dieses Ding mal vollendet, dann sieht man, dass es eigentlich eine Flamme ist, so. Also das sieht man ja oben schon so ein bisschen. Und jetzt, ach so, ja. Und jetzt zieh dir mal genau dieses Motherflame-Bild rein, was ich auch noch geschickt habe. Ich finde, das ist eigentlich zu krass, wo sie das zusammengesetzt haben, diese Zeichnung und diesen Motherflame-Tank. Ich finde so wirklich, das könnte sein. Ja. Das hat der Alex mir mal geschickt. So, weißt du, dass da oben, wo Enel das mit Elektrizität angepowert hat, so, diese ganzen Roboter, diese Stadt und so, dass da damals eine Motherflame drin war vielleicht oder so. Ja. Da oben, weißt du? Ja, kann ich mir vorstellen. Aber das ist halt nur spekulieren, so, ne? Es ist halt klar, so. Es kann auch sein, dass Motherflame was komplett neu, so erfundenes ist von Vegapunk, eine Energiequelle, die vielleicht aus Lunarien gewonnen wurde oder sonstiges, weil die Flamme auch sehr an eine Lunaria-Flamme erinnert. Boah, weißt du? Mal, würdest du das machen? Ja, ist halt die Frage. Wir haben halt King auch gesehen, der war da in der Punk-Hazard-Einrichtung, wo, weißt du, und wurde da an ihm wurde getestet. So. Also, und er war der Letzte. Also vielleicht haben die da die ganzen Lunarier auf die Flamme ausgemolken, so, und immer Energie zu holen. Aber Vegapunk wird das doch niemals machen. Also, ja, das ist die Frage. Wie viel weiß Vegapunk genau davon? Aber meinst du, der kriegt da irgendwie so was zugeliefert und meinst du, ja, hier mach jetzt eine Energie draus und der checkt das nicht? Ja, ist schon eine gute Frage. Also, ja. Die gute Laserwaffe, die er da erfunden hat, diesen Motherflame Laser allgemein, ist halt die Frage, wusste er davon, dass das auch so benutzt wird, um Inseln, um Millionen von Bevölkern unschuldige Kinder auszulöschen? Das wusste er wahrscheinlich auch nicht, dass das benutzt wird. Er hält ja seinen Monolog noch weiter, also wird er sagen, noch drittes Verbrechen und so, ne? Und es wirkt so, dass er einfach die Sonne nachahmen wollte mit dieser Motherflame, so, weißt du? Ja, aber nichts wusste. Eigentlich will er Energie für jeden auf der Welt unendlich frei zugänglich machen. So den maximal besten Wunsch, eigentlich der Weltfrieden. Genau, und dann also, er benutzt er die Formulierung. Ich hab's gesehen mit Urush-Chat, wir gehen da gleich drauf ein, ich bin schon gespannt. Er hat ja die Formulierung gewählt, der Sonne zu nahe gekommen. Normalerweise benutzt du diese Formulierung ja, wenn du irgendwie, wie in dem Fall halt, jetzt was rausfindest oder so, ne? Also mit jetzt von der Regierung oder so, du bist den Geheimnissen zu nahe gekommen und deswegen wirst du eliminiert, so mäßig. Ja, das ist eh nochmal so ein extra Ding in diesem Chapter. Das Chapter heißt ja Icarus Wings, das ist so eine griechische Sage, wo Icarus mit den Flügeln von seinem Vater zur Sonne geflogen ist. Das Wachs von den Flügeln wurde aufgelöst, weil die Sonne zu heiß war, er hat sich an der Sonne verbrannt und ist somit abgestürzt. Das ist Icarus Geschichte, so mäßig. Geil, ja. So, und genau Icarus ist in dem Fall irgendwie Vegapunk, aber wie man das jetzt deuten soll, oder weißt du, das ist so kryptisch, selbst für One-Piece-Verhältnisse. Ja. So kann man mal schwer was draus. Was ist das jetzt mit S108? Soll Urush sein wegen seinem Kopfgeld? Ja, das ist so. Bro, we ballin', man! Da ist Urush drinne. We ballin'! Oh, das Ding? Aber das ist schon. Aber gut, für was steht das S? Also. Ja, für. Was hat super. Das S damit zu tun? Mit, also. Digga, ich. Ja. Bro, also ey, die Zahl 108 ist allgemein voll krass, ne? Die hat so viel zu bedeuten, Digga. Auf so viele Arten, das ist so schwer. Serdar 408 und das soll ein Urush sein, ne? Das macht aber gar keinen Sinn. Warum sollte denn Vegapunk Serdar 408 nennen wegen dem Kopfgeld von Urush, was sich sowieso immer ändern kann? Nee, das ist Schwachsinn. Das ist Quatsch. Und A und Mu, das ist auch. Da habe ich schon so viele gute Theorien zugelesen. Also, es ist wirklich quatschig. A und Mu, das ist aber eine ganz komische Kombination an Wörtern, finde ich. A und Mu, habe ich so noch nie gesehen. Ja, viele sagen, ja, wegen Imsama, wegen Atlantis so und Mu. Es gibt auch eine Legende über Mu, eine Unterwasserstadt und so. Das ist auch so eine Sage. Es gibt so viel Kram, wo man jetzt gar nicht weiß, bedeutet es nur Atom, so mäßig, weißt du? Atomu, ja, genau. Ey, Kagi, was geht? Hey, Racke. Ich bin ein bisschen früher leider, Digga. Ich hoffe, es ist okay. Nee, ach, alles easy. Geil, ey. Was bin ich mal auf Kages Takes gespannt hier, auf dieser ganzen Sache. Boah, also wirklich. Überfall. 108, komm, fangen wir an mit der S108. Urush, oder, Kage? Nee, Urush Kopfgeld? Kopfgeldtheorie, ja. Was denn auch sonst? Das ist ein Birker. Also, ja, so wie ich das ja mitgekriegt habe, ist die 108 ja sowas wie, also symbolisch, ganz stark in Japan. Und es soll ja auch so ein bisschen diesen goldenen Schnitt repräsentieren. Ja. Man hat ja. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, auf Twitter, glaube ich, irgendwo. Zorus zum Beispiel, der hat ja auch diesen 108-Königs-Schnitt und sowas. Ja, stimmt. Habe ich auch schon mal gehört, dass das in Japan so ein Ding ist. Und dieses S, ne, ist halt vermutlich die Verbindung zu den auch Seraphim, ne, oder zu den Lunaren, ne? Ja. Du hast ja S-Snake, S-Hawk, ne? Aber warum S-108? Weil er 108 ist das krasseste so. Hm. Und das ist, aber es ist schon ein bisschen, ja. Oder die 108 steht noch für irgendeinen Namen, irgendeine japanische Pannen oder irgendwie sowas. Also 108 ist das Krasseste, okay. Glaubst du, dass dieser Tank aus ganz vielen Lunaren geschaffen worden ist?
Wunder, welche geopfert? Das hat Theo eben gesagt. Ja, ist nur eine Idee so. Es ist so. Nagel ihn fest, das hast du ja gesagt. Das. Nein, aber das ist, also wenn, ja. Ja, keine Ahnung. Ja, ist schon true. Dieser Tank, glaube ich, per se, diese Powerplant, wo dann quasi diese Flammen, ich glaube zum Beispiel, es gibt nicht nur eine Mother Flame, sondern viele, die dann eventuell auch auf Mary Joa sind. Zum Beispiel hat man eine Mother Flame für die Zerstörung des Lulusia Kingdoms hat man verbraucht. Ne? Diese Flamme, das ist ja das große Geheimnis, dieser Eternal Energiequelle, dieser unendlichen Energiequelle, was ja in unserem Sinne eigentlich die Sonne jetzt ist, ne? Aber die Lunare, die hatten ja ebenfalls diese unauslöschbare Flamme auf dem Rücken. Und das ist ja das, was Vegapunk nicht zu greifen bekommen hat, wie diese Energiequelle funktioniert, ne? Und das ist alles natürlich so miteinander verstrickt. Ich glaube, das ist jetzt eine Mother Flame von vielen und diese eine Flamme, die da drin ist, gehörte irgendeinem Lunaria. Oh, das wäre krass. Ah. Apropos Flamme, ein Lunaria wäre heftig. Aber das Ding ist, es ist eh die Frage, wie Imsama das formuliert hat. So, nutzt die Mother Flame, so verbraucht man eine ganze oder nutzt man die Mother Flame und sie lädt sich wieder auf, weil man ein bisschen Funken im Tank lässt oder so, weißt du? Mhm. Das ist so, ey, ich hoffe wirklich, dass nächstes Chapter irgendwas nochmal ein bisschen, noch ein Fünkchen, ein bisschen mehr Erklärung oder ein bisschen Licht ins Dunkel kommt im wahrsten Sinne, nochmal ein bisschen so. Weil man hätte eventuell, jetzt einfach mal so gesponnen, man hätte vielleicht eine Erklärung dann, warum im Keller von Mary Joa alles vereist ist zum Beispiel, dass sie da Flammen eingefroren hat. Ich meine, das Flamme klingt zwar dumm, ja, das klingt, es klingt zwar dumm, aber hier ist die Flamme unter im Wasser. Ja, ne? Ja, das stimmt schon. So. Deswegen, vielleicht könnte man da eventuell ja, so eine Verbindung ziehen, ne? Ach, diese fucking Mother Flame, die ist wirklich... Weiß man, das ist wirklich krass. Erinnert wirklich an so einen Kernreaktor, Atomding, ne? Ja, ist ja dieses A und U, MU, ne? Dieses Atomu. Genau. Aber warum ist A und Mu Atomu? Ja. Einmal die japanische Aussprache, Amu, ne? Atomu. Und dieses und ist im japanischen Ato, also so wird das ausgesprochen. Ach so! Atomu. Digga, die Herleitung hatte ich nicht. Atome, das hatte ich aber auch noch nicht. Jetzt, geil. Ey, weiß man, wie viele Lunatias es denn überhaupt gegeben hat? Nee, ne? Da wurde ja nie was gedroppt. Was, wenn es einfach nicht so viele von denen gab und wirklich so die Flamme weggenommen wird und das dann quasi so das Ding ist. Das war ja ein Volk, was auf der Redline gelebt hat. Also bevor die dann teilweise auch hier Mary Joa gebaut haben. Und ich denke mal nicht, dass das irgendwie so ein Volk von 100 Leuten war oder so. Das waren noch bestimmt ein paar Tausend oder so. Wie jetzt zum Beispiel die Shandia oder, ne, da gibt es ja verschiedene Völkerarten. Die wurden damals dann quasi dafür benutzt, um halt diese Experimente zu machen und so weiter, ne? Das Element im Periodensystem mit der Ordnungszahl 108 ist radioaktiv. Geil, Digga. Ja, es ist ja, ne, ist ja dieser Kernreaktor, ne? Also man weiß ja, Egghead Island wird ja quasi dadurch, also durch diese Mother Flame, die dort ist, wird der Egghead Island in Betrieb genommen. Ne, das weiß man ja, dass es eine Flamme ist quasi. Aber die wissen halt, oder Vegapunk versucht halt diese Flamme A zu verstehen, diese unauslöschbare Energiequelle halt zu finden. Ja. Das ist so krass, Mann. Das ist echt, was für Züge One Piece annimmt in diesen Egghead-Arcs. Echt crazy, ist dir bewusst, Alter, überhaupt, dass Joyboy und Sonnengott Nika nicht dieselbe Person sind? Das wurde in dem Chapter endlich definiert. Warte. Da muss ich nochmal zurück. Wurde vorher ein König geboren, das ist ein König. Ein Mann, der mit einem elastischen Körper kämpfte, so wie der sogenannte Nika aus den Legenden. Ja, aber gut, das ist... Nee. Das ist ja quasi... Es gibt diesen Mann... Die schießen ja vielleicht wieder drauf. So. Ja, er sagt ja, es gibt diesen Mann. Und dann sagt er, die Geschichte, die ich kenne, ist genauso wie die von den aus Elban. Ich weiß, was du meinst, T. Du hast auch auf jeden Fall einen Point hier, 100%. Aber es kann für mich immer noch heißen, hey, ich habe diese Geschichte entschlüsselt, da kam dieser Mann, genauso wie aus der Geschichte. Die Legende gleicht von sich mit der, ja. Ja, das meine ich. Das glaube ich ja, schon. Okay, da habe ich noch gar nicht dran gedacht jetzt, beziehungsweise die offizielle Übersetzung ist ja jetzt erst raus, so. Es ist jetzt ein bisschen klarer definiert gerade. Ja, aber du kannst, na gut, aber das ist ja wieder typisch Sprache, du kannst es so oder so lesen, aber ich glaube, in dem Zusammenhang ist es so, dass er auf, dass er die Geschichten aufgreift, dass er sagen möchte, hey, die Geschichten sind ähnlich, ist wahrscheinlich die gleiche Person. Aber es kann auch sein, wie du sagst. Auf jeden Fall. Ist schon interessant auf jeden Fall. Muss man nochmal vielleicht eine Definition abwarten, so, aber ja, schon krass. Ich finde auch krass, dass Ruffy jetzt hier wieder in Gear 5 Warcury nichts anhaben kann. Das ist komplett untergegangen wieder. Ja, Bruder, die können halt tanken. Also, es wird drauf hinauslaufen, ich bin mir sicher. Es wird drauf hinauslaufen, du musst halt den Big Bad besiegen und dann werden die aussterben. Das wird genauso ein Ende sein wie mit hier Fullmetal Alchemist Envy. Wisst ihr noch, als der seine Energie da verloren hat und so. So richtig, dann wird es so richtig pathetic sein. Was hast du? Die Gorosei haben die Reverse Flame.
Hm? Wie die Seraphim, die sind ja auch unverwundbar. Die Reverse Flame? Ja, da gibt's ja, ne, ist ja so, die Seraphim zum Beispiel oder Lunaria im Allgemeinen, die sind ja auch unverwundbar. Ja. Aber das wird ja mit der Flamme gesteuert, ne? Und je nachdem, wie krass die... Das ist ja das große Geheimnis, ne? Wie kann man die verletzen tatsächlich? Oder ich hoffe, sie connectet diese, zu irgendeiner Flamme im Keller. Genau, so. Diese Unverwundbarkeit, ne? Die muss man irgendwie... Da gibt es ja ein Rätsel, das muss man lösen, ne? Und das kann vielleicht dann auch damit irgendwie zusammenhängen, weil man hat ja mit den Lunariern Experimente gemacht, ne? Und ja. Ich denke, neben dieser Eternal Flame war natürlich auch eine große Frage, wie sind die so fucking unverwundbar? Und das haben die dann vermutlich für sich auch genutzt, ne? Also das ist... Das denk ist so krass, mal. Ey. Wir sagen, die Flamme sieht aus wie Ruffys Haare in Gear 5 ja, und so ein Scheiß. Ich lese ja, so viel Kram. Also ja, das hängt schon, also ja, aber das ist nicht, also das hat Oda sich wahrscheinlich schon so gedacht, aber ich denke nicht, dass das jetzt so im direkten Zusammenhang stehen wird. Ja. Ich denke, ihr habt das auch schon gelesen oder gehört, oder Jan, du auf jeden Fall. So diese ganz einfache Thematik, diese Mother Flame essen. Ne? Ja. So die das Energie. Ist das Geilste. Weil am Ende ist ja alles Energie. Ne? So, und Energie kannst du ja umwandeln, theoretisch wie du willst, wenn du weißt, wie ja. So, ne? Und wenn, ey, man die, wenn Ruffy die zum Beispiel essen würde oder wenn die Gorosei so ein Ding gegessen haben, so, dass man da so einiges mit erklären könnte. So diese überleg unendliche mal. Energie. Ah. Wie viel Energie das ist, um so ein Loch zu erschaffen, wo tausende Millionen von Leute ausgelöscht werden ja. Können. Und weißt du, so, das ist so viel Energie. Also ich weiß nicht, das wird ja so klein gehalten da in diesem Wassertank, diese kleine Flamme. Oder, ich glaube, wenn das oberhalb ist, dann ist das so ein, weiß ich nicht, so eine Supernova. Energie zum Auslöschen oder zum Teleportieren, ne? Wissen wir ja immer noch nicht. War Nika ein Riese wegen Elban? Ne, ich glaube, das ist nicht groß machen. Ja. Ja, also eigentlich muss es so sein. Es ist eine Legende aus Elban, dass man über den Sonnengott redet. Und sie haben auch aus dem Big Mom Flashback, haben sie auch den Sonnengott da schon erwähnt. Und ich frage mich wirklich so, der große vereiste Strohhut, so, das passt eigentlich, dass er dann der Riese war, Sonnengott Nika. Mhm. Ja, keine Ahnung, das ist echt schwer, Digga. Also, aber, weil, guck mal, ich nehme mal die Sicht ein bisschen raus und betrachte das mal aus einer anderen Sicht, okay? Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie für One Piece in so einem Battleshonen-Manga so einen Riesen als Helden bringen werden. Weil Joy Boy wird ja, wenn One Piece zu Ende ist, schon eine krasse Person sein. Und ich weiß nicht, ob du das mit einem Riesen machst. Ja, aber Sonnengott Nika ist ja nicht Joy Boy. Ich muss das sagen, wir haben ja die erste Silhouette bei der Fischmännchen-Insel gesehen, ne? Da hat der, wie ist sie? Otohime, die Königin, die Mutter von Shiroshi, ja über Joy Boy gesprochen. Da sah er noch relativ normal aus. Die Frage ist allerdings, ist es schlimm, wenn Joy Boy ein normaler Mensch ist und sich dann einfach mit Hilfe seiner Kräfte zum Riesen macht? Ne? Wie Ruffy in G5, ja. Ich muss, also mir persönlich ist es egal, aber der große Strohhut, ne, der würde dann vielleicht nochmal einen ganz anderen Punkt irgendwie ansprechen. War ne? Der Strohhut groß, als er sich verwandelt hat gegen Kairo? Das hatten wir doch schon ganz oft. Einmal ja, einmal nein. Das ist so komisch. Ja, okay, also der war teilweise ist er okay. Groß geworden, manchmal war er ganz klein auf dem Rücken. Ja, das ist die Politik, okay. Das war ein Fehler, aber was war ein Fehler? Dass der groß war oder dass er sich nicht verändert hat? Schrödinger Strohhut. Im Manga klein, im Anime groß. Also im Manga ist er so geblieben, ja, dann ist das wäre ein bisschen dann wieder komisch, Digga. Also ey, wenn diese Legende von dem Sonnengott dort bekannt ist und es jetzt bekannt ist, weil Boogie und Hugin, die wissen das ja alle, dass Ruffy das ist, sie holen ihn ab. Wie wird Ruffy da bitteschön empfangen auf Elban? Das muss ja so krass sein. Ja, die Frage ist ja, wie wird das überhaupt alles sein? Weil wir sind ja schon, also natürlich, die Sturmbahn hat jetzt einiges erlebt und so, wie zum Beispiel die Regierung angegriffen, CP9 und so ein Scheiß, ne? Aber wir sind ja wirklich mittlerweile in so einem absoluten Endgame. Was soll denn passieren? Also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie, dass sie auf Elban kommen und so ihre Eier chillen. So, weil... Nee. Es geht ja jetzt voll ab, so. Keine Ahnung. Aber kann auch sein, ich sage auch ehrlich, es kann auch sein, dass das so ist, dass sie auf Elban kommen und weil gerade nicht so bisschen. Viel... Vielleicht eine Woche chillen und dann aber Schlag auf Schlag die Schachfiguren müssen platziert werden in der Welt, beziehungsweise Shanks muss kommen und den Plan einfach sagen. Aber gibt's überhaupt eine Notwendigkeit, sofort für Ruffy zu... Guck mal, was ist denn überhaupt der Plan, okay? Wir sagen jetzt, wir erfahren noch ein paar Reveals und so, aber es ändert sich jetzt nicht wirklich viel Strohbande, was sie machen soll. Dann entkommen die halt. Was ist dann der Plan? Also was ist dann ihr nächstes Ziel? Dass sie das Roll-Polonyph bekommen oder so, ist da irgendwie eine andere Notwendigkeit da? Elban, Kräfte sammeln, Sauro, Infos, allgemein gucken, was jetzt noch bei der Vegapunk-Reveal rauskommt. Shanks wird kommen, es wird Licht ins Dunkle gebracht durch diese ganzen Enthüllungen, Gespräche zu der Zeit. Parallel sieht man aber auch, was mit Blackbeard abgeht und alles so, was der gerade am Kochen ist, glaube ich. Muss eigentlich jetzt passieren. Also ich glaube, wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Das wird sogar kommen.
Ich glaube, das war bei der letzten Jumpfest, da hat er gesagt, a battle between this person and this person, ne? Da war ja entweder die Theorie Shanks Blackbeard oder Blackbeard Ruffy. Entweder vor Elban oder genau danach. Also das wird dann auf jeden Fall danach kommen. An sich schon, aber warte mal, stopp, sorry. Nee. Für mich ist das aber schon, der kämpft gegen den. Also ist das nicht schon Beweis? Also Ruffy gegen Kizaru, Kusan gegen Garp. So, war das nicht alles noch in diesem Jahr, nachdem er das gesagt hat? Diese ganzen Battle, wo wir niemals mit gerechnet haben? Meinst du, das hat er damit gemeint? So der gegen den, der war schon sehr unerwartet so. Ja. Blackbeard gegen Law oder so, weiß ich nicht, das war glaube ich ein Jahr davor, aber das ist schon krass, Mann. Würde ich sagen. Ja, aber jetzt wird natürlich die komplette Welt, weil Vegapunk hat ja mit seiner Prediction recht gehabt, bevor es passiert ist. Ne, ja. Das heißt, die Leute auf der Welt haben ja keine andere Wahl, als ihm zu glauben. Er hat ja gesagt, wenn es nicht so ist, dann könnt ihr alles ignorieren, was ich sage, aber der hat ja quasi die ganze Welt quasi überzeugt, überzeugt, obwohl er gestorben ist. Ja, ja. Ne? Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht die Welt? Die bauen sich natürlich alle Schiffe und werden dann entweder zur Redline, ne, oder versuchen, das zu überleben. Ne? Das ist ja jetzt so, das ist ja dieser Incident, der die Welt ins Chaos stürzt. Ne? Genau. Oh ja, stimmt, Bro, der Incident. Alter, wie lange liegt das schon zurück? Ja, diese stimmt, Nachricht, dieser Eckett-Incident soll die Welt ins Chaos stürzen und soll die Welt schockieren. Und genau das ist ja jetzt passiert. Es passiert dann noch mehr. Meint ihr, also der Spiegel ging ja jetzt schon einen Meter hoch, ne? Ja. Digga, meint ihr, wir gehen jetzt in Subplot Impel Down rein? Wird das jetzt, weil das wäre ja mit als erstes so betroffen. Ja, guck mal, Impel Down ist auch so ein Ding. Wurde das über die Jahre immer weiter hochgebaut und gestackt? Oder wurde das von vornherein unter Wasser gebaut? Glaube ich nämlich eher, es wurde unter Wasser gebaut so. Und das läuft ja von oben voll, so wenn es oben voll läuft. Weiß ich nicht, ob sie die Tore komplett zumachen können. Mhm. Aber es läuft ja rein und dann läuft es von unten zu und dann ist vorbei, auch da so. Also deswegen hat Doflamingo ja auch so, er hat ja so durch die Blume eigentlich damit auch die Tenryubito gemeint mit High Up, oder? Das war ja so ein bisschen... Ja, ja, ich hab kurz Himmelsinsel gedacht und so wahrscheinlich eher Mary Jo. Das soll so ein Ding mit dem Soundfall sein für die Leute, die nicht checken, deswegen sind die Tenryubito da oben so. Ey, ich finde auch... Ja, ich weiß nicht, ich finde das überkrass gerade. Also diese ganze Thematik mit diesem Meeresspiegel, das kam so jetzt aus dem Nichts. Wir haben ja schon immer darüber geredet, so ein bisschen, ne? Ja, ich glaube, ganz ehrlich, das ist seit... Also das erinnert mich an ganz, ganz olde All-Blue-Redline-Theorien vor über 12 Jahren. Ja, Two-Piece-Shit schon fast, was wir damals so... Ja, das ist schon way back, also auf jeden Fall. Das ist so heftig, Mann. Das ist ja auch mit dieser Enel-Cover-Color-Story, diese Color-Page mit den Wandmalereien, wo die Mana-Flame drauf ist und so. Das ist so krass. Aber ist jetzt, ja nicht, also wenn du es anguckst, es sind ja wirklich die drei antiken Waffen. Das eine ist halt Uranus, das ist das, was Imsama hatte, und das wurde durch die Motherflame angetrieben. So, ist doch jetzt eigentlich genau das. Ja, ich finde auch komisch, dass diese Birka-Leute, die auf dem Mond gelebt haben, was ja da steht auf der Cover-Story, die sind ja deswegen wegen Ressourcenknappheit runter auf diesen blauen Planeten, ne? Dass die da schon aber auf diesen Wandmalereien so Wasserkreaturen und sowas gezeichnet haben, obwohl es da ja gar kein Wasser gibt auf dem Mond und sowas. Mhm. Also es muss ja damit dann da unten zusammenhängen irgendwie, weißt du? Das ist ja auch so krass irgendwie. Aber jetzt habe ich noch was Krasses für dich. Exklusiv, da hat gefühlt keiner drüber geredet. Ich habe es heute auch in meinem Stream erwähnt. Und zwar kann man an diesem Bild, was ich jetzt schicke, kann man erkennen, wie über 800, wie weit der Meeresspiegel in den letzten 800 Jahren gestiegen ist in der One Piece Welt. Bitteschön, hier ist der Beweis. Bitte schon, hier ist der Weiß. What it means is there was once Wano. Ach ja, Digga, das ist ja auch noch da gewesen, ne? Achte auf den roten Strich. Ja. Mir ist bewusst, in der Mitte, das ist durch Regenwasser vollgelaufen und so, ja, aber es geht nur um außen. Der Meeresspiegel, der außen ist, sieht man oben, war er noch unter dem alten Wano. Und ganz unten bei dem Bild ist es über den Häusern. Und wie hoch sind die Häuser? 10, 15 Meter vielleicht die höchsten im alten Wano. Und darüber ist jetzt heutzutage der Meeresspiegel schon. Also... Ja, ist es über die letzten 800 Jahre, so alt ist ja das alte Wano höchstwahrscheinlich so, ist der Meeresspiegel höchstwahrscheinlich so 10, 15 Meter gestiegen. Und krass. Also jetzt noch 5 Meter wäre natürlich schlimm, hat ja Doflamingo auch gesagt. 5 Meter ist krass. So vorbei, dann sind ja die ganzen Küsten alles weg. Hat er uns hier schon geteased mit dem Scheißspiegel? Eigentlich schon, ja. Weil er hat ja extra rechts das so gezeichnet. Ja, ja, das hätte man da schon erkennen können. Oh, dieser Scheiß Motherfucker, ich hasse ihn, ne? Digga, was ist das? Ich schwöre, der hat ein ganz anderes Gehirn, ne? Sein Denken funktioniert ganz anders als das von uns normalen Menschen. Das ist ja nicht mehr normal. Ja, wie kann man denn so denken, Bro? Das ist wirklich... Guck mal, das war da schon so vor. Wann war das Chapter? Wie lange ist das her? 1-2 Jahre oder so? Wir haben uns ja alle auf die Scheiße in der Mitte konzentriert, weil das war ja wichtig, Digga. Das hat uns ja gar nicht gejuckt. Es ist wirklich krass, Mann. Wurde schon seit Alabasta geteased, aber warum seit Alabasta? Mhm. Was war denn in Alabasta? Das würde ich auch mal gern wissen. Ja klar, die antike Waffe geplant und so, ne? Aber...
Der Meeres, ja, es Spiegel. Wurde schon oft sowas angeteased, so ein bisschen mit, oh ja, da kommt eine Ebbe, eine Flut und so, ja, aber es, weiß ich nicht, dass jetzt sich über die Jahre so ausbreitet und jetzt so, wahrscheinlich wirklich so, die haben gewartet, bis, aber ich frage mich halt wirklich, wenn sie die Mother Flame testen, ne, in diesem einen Satz bei Lulucia, was, wie haben sie denn dieses Loch bei Innes Lobby hingekriegt? Wahrscheinlich noch mit der alten Art, diese antike Waffe zu benutzen, ohne Mother Flame, ne? Stimmt, vielleicht irgendwas, was noch übrig war oder ein großes Opfer oder keine Ahnung, vielleicht haben viele Menschen geopfert dafür, kein Plan, Digga, aber irgendwas. Wie lange ist das Loch denn bei Innes Lobby schon da? Das ist man schon immer. Das ist gefühlt schon immer. Ich hab irgendwas mal gehört, das ist schon, ich weiß nicht. Also, Leute, ich verstehe. Einer verstehe, schreibt Regenwasser wieder. Ich drehe gleich durch, wenn einer Regenwasser schreibt. Es geht nicht um das scheiß Regenwasser. Also, ich werd sauer. Es geht auch um rechts, da wurde das Meer gezeichnet. Digga, wegen fucking Regenwasser steigt der scheiß Spiegel ja nicht so hoch an. So, es geht ja darum, wie er das gezeichnet hat, dass man das rechts sieht, dass es gestiegen ist. Darum geht es ja. Ich hatte heute schon so einen Ausraster im Stream, weil jeder das geschrieben hat. Und ich so, nein, Mann! Es geht ja links und rechts weiter im Bild. Die sagen, ja, das ist nur da links und rechts so weit voll wegen dem Regenwasser, weil es überläuft. Na, Digga, der ganze Ozean noch nicht. Also Leute, wenn ihr am Strand seid, nie mehr nicht ins Wasser pissen, weil sonst ist das ganze Wasser verseucht. Ja, ja. 161 meint Vivi, das Meer ist angestiegen. Boah, krass, Digga. Mein Gott, dieser scheiß Typ, Alter, ne? Das ist unglaublich. Echt? Am Ende wirklich führt alles halt Richtung Sonne, ne? Weil am Ende ist die Sonne ja diese unauslöschbare Flamme so. Und man kann ja aus der Sonnenenergie, kann man ja Energie schöpfen. Ne? Und Solarenergie, wer ist die Sonne? Haben wir heute, ne? Raffi. Und man hat ja diese ganzen, ich sag mal, von den Kusuki, man hat ja überall diese Sonnensymbole, Alabaster und so weiter, ne? Am Ende wird sich wirklich alles auf die Sonne stützen, ne? Das ist echt, das, Digga, das. Ich, über was wir hier reden teilweise, ne? Das ist wirklich, guck mal, Digga, irgendwas meint ihr nicht? Sonne. Vegapunk hat immer gedacht, dass vielleicht wirklich so, er muss eine Sonne imitieren, um diese Energie des antiken Königreichs nachzuahmen. Ja. Muss er eine Sonne imitieren. Aber mit diesen Wandmalereien, mit dieser Symbolik und so, ist eigentlich diese Sonnenenergie von Ruffy, also beziehungsweise von Joyboy gemeint, diese Gear 5 Nika-Energie, diese verrückte Energie, die man ja vielleicht so als Sonnengott-Energie betiteln könnte. Der erste Nutzer hat sich für alle geopfert und so einen Tank einspielen lassen und deswegen hatten die unendliche Energie, weil er die ganze Zeit da in diesem Mausrad gelaufen ist. Ja, glaubst du nicht, dass damals dieses antike Königreich, die Roboter und sowas von halt Joyboy angetrieben wurden, so? Aber wie würde das denn funktionieren, dass er die ganze Zeit frei rumläuft oder hat er sich wirklich geopfert mäßig? Ja, ich glaube eher, das ist wirklich so, ja, muss er in Gear 5 sein immer, dass er halt natürlich auch Kräfte zehren und so. Das kann ja eigentlich, die ganze Königreich kann nicht auf einer Person laufen, die immer ihre Kraft dafür opfern muss. Eigentlich hast du recht, ja. Aber es ist ja irgendwie so, das ist ja diese unerklärliche, übernatürliche Energie, die keine Grenzen kennt und die auch Dinge in der Umgebung mit antreibt. Der antike Roboter steht auf einmal so, warum? Weißt du, so, es ist ja anscheinend diese Energie, aber es ist echt schwer zu sagen. Vielleicht waren die einfach, vielleicht steht das D am Ende doch für Dancer und es waren alles glückliche Dancer und die haben alle das Königreich so angetrieben mit dieser glücklichen Energie. Nein, das kannst du nicht bringen, Digga. Nein, das kannst du nicht bringen. Ja, kannst du nicht bringen. Du kannst nicht bringen. Clip das. Du kannst nicht bringen, Digga, dass die sagen, die Energie kam, weil alle damals getanzt haben, Bro. Dann, ja, kann man nicht sagen in der One-Piece-Welt? Bro, nein, aber, nee, nicht so, Digga. Nee, nicht alle waren glücklich am Getanzen und deswegen, nee, das geht, das ist too much, Bro. Ja, okay, klippen, Leute. Ja, ich könnte gerne klippen, aber ich glaube, am Ende ist ja vielleicht auch noch sehr interessant, diese Feier dann auf Sky Island damals, ne, wo das Lieblingspanel da vor einer riesigen Flamme, wo, ja, wo sie da getanzt haben. Stimmt, das ist ja Quatsch. Ne? Ey, Blödsinn, nein, das bedeutet ja nichts. Das hat ja nichts zu bedeuten. Bro, du weißt ganz genau, was ich meine, ist Digga. Ist ja nur so, oder das Lieblingspanel. Ja, ja. Aber so ein halt Dreckiger. Gehen, dass man halt einfach diese Vorstellungskraft von Nika damals genutzt hat, um natürlich diese Flamme unauslöschbar zu machen. Ne? Das ist so krass. Diese unendliche, das ist halt ein ganz gefährlicher Plot, Digga, weil am Ende kann es ja echt nicht sein, ja, Vorstellungskraft hier, er hat die Frucht, er hat sich vorgestellt, Mother Flame, bam, boom. Aber ja, es ist super schwer. Es ist so schwer. Es ist, weil mittlerweile ist es ja wirklich, es ist ja nicht nur, okay, die Zivilisation damals war hoch entwickelt und bla bla bla, es ist ja wirklich mittlerweile ein richtig krasser Plot, was sie für eine Energie gehabt hat und wie krass die ist. Das ist ja wirklich elementar wichtig. Ich dachte immer vorher bei One Piece ist es so, ja, die waren halt, die hatten halt krasse Technologie fertig, aber es ist ja wirklich was Ultramagisches noch dahinter, was wir gar nicht checken können. Am Ende waren die nur so weit zivilisiert und technisch entwickelt, wegen dieser einen Energie, wegen diesem einen Schlüssel, irgendwas, diese Energie, die sie hatten.
konnten sie alles antreiben und konnten da irgendwelche Roboter magisch betreiben mit und so, ohne dass es eigentlich logisch funktioniert, ohne dass irgendwelche Kabel verlegt werden. Mhm. Das ist halt echt, ja, ist halt unerklärlich. Deswegen, Vegapunk ist ja immer noch mit seinem Überintellekt da, mit seinem Gehirn, wir wissen ja, wie groß er inzwischen ist, immer noch auf keine Lösung gekommen. So, ist krass. Ja, also ich fände es halt so voll interessant, wenn sich einer wirklich so geopfert hat und so einen Tank einspielen lassen und dann sie so ihn als Energie benutzt haben. So, das würde ich voll interessant finden, aber das, ja. Ist auch ein bisschen cheesy Writing, also könnte cheesy Writing sein. So, aber sicher. Wenn ich jetzt diese Flamme hier wieder sehe, wie die aussieht, wie die Story geht, Digga, es muss irgendwie ein großes Opfer dahinter stecken. Also, am Ende mussten sie wirklich nur rumtanzen jeden Abend oder so ein Scheiß, Digga, dass es wieder läuft. So. Was vielleicht auch noch interessant wäre, ist, um halt so vielleicht auch die Brücke in das echte Leben so ein bisschen zu schlagen. Oh, wenn man ja Sonne tankt, tankt man was für ein Vitamin? Komm, nee, jetzt komm, jetzt, das reicht mir. Nee, Vitamin D. Oh shit, no way, man. Was ist, wenn Oda quasi dieses System quasi nutzt und die Seraphim, und nicht die Seraphim, sondern die Lunare damit ausgestattet hat, irgendwie, dass die mutiert sind oder irgendwie sowas, dass die die Sonnenenergie viel besser nutzen konnten. Deswegen sind die braun gebrannt, ja? Digga. Digga, einfach braun. Ne, also, ich glaube nicht, dass das unbedingt dann ein Zufall ist, ne? Wenn man halt jetzt sich fragt, okay, wie haben sie diese mögliche Sonnenenergie in richtige Energie umwandeln können? Halt über ihre Körper, ne? Weil bei denen brennt ja auch die Flamme, ne? Weil das ist ja die große Frage, ne? Wie ist diese Energie unendlich, ne? Weil das hat Vegapunk hatte die komplette Energie in der Theorie gar nicht verstanden oder nicht zu greifen bekommen. Ne? Diese Unendlichkeit, die kann nur eigentlich durch die Sonne kommen. Anders geht es eigentlich gar nicht. Ne? Also, weil in dieser Hinsicht, glaube ich, ist One Piece an der Physik auch sehr nah geblieben. Also der wird sich da nicht irgendwas aus dem Arsch ziehen oder so, ne? Das glaube ich nicht. Das wird schon irgendwie nah an der Physik sein. Ne? Dass die, ich sag mal, Lunaria irgendeine so Art Solarhaut haben, so mäßig, ne? Dass die Sonnenenergie so quasi benutzen können direkt. Ne? Ja. Sonnencreme. Ein Sonnenbad. Digga, es ist wirklich. Ich zweifle manchmal wirklich, sondern wie kann der denn das alles reinpacken, Digga, und nebenbei jede Woche ein Chapter schreiben, Digga? Wie geht das denn? Der muss ja irgendwie vorher schon auf diese scheiß Idee gekommen sein, Bro. Woher? Alleine auch wie Saturn durchgedreht ist, ne? Auf einmal platzt in die Hutschnur, weg hier, weg mit euch Stroiden. Ich muss jetzt da rein und muss durchdrehen, so weil er zu viel Preis gibt auf einmal Vegapunk. Boah, die sind auch langsam mit dem Rücken zur Wand. Ich sag aber ehrlich, die Godos-Teil sind echt jedes Chapter das gleiche, ne? Das geht jetzt schon seit Wochen. Ja, sie sind unbesiegbar. Einfach. Sind wirklich so, oh nein, das darf ja nicht passieren, oh nein. Nichts, ne? Das ist irgendwie schon ein bisschen paradox. Sie sind halt auch, sie könnten die mächtigsten Personen sein überhaupt. Sie können halt nichts machen. So, das ist halt egal, wie krass du da bist. Ja, nein, also mir geht's auch mehr so um die Darstellung von denen. Also ich sag ehrlich, ja. Wenn Imsa mal Backstory kacke ist, Bro, dann hat One Piece echt einen fetten Makel mit denen, ne? Ich hoffe, dass Imsa mal geil wird und das cool geht und alles ineinander greift, aber boah, Digga, die haben echt Potential, richtig viel kaputt zu machen, ne? Echt? Ja, finde ich schon. So viel gut gemacht. Ja, ich aber auch, die sind also. Doch als, also stell dir, also, wenn die jetzt so sind, wie die sind und Imsa mal jetzt nicht so super, super deep ist, dann ist doch scheiße, Digga. Oder nicht? Ich glaube schon, doch, die sind schon richtig deep. Also wenn der Hauptprotagonist, der den stärksten Mann, die stärkste Kreatur Kaido besiegt hat, nicht mal dieses fucking Schwein verletzen kann. Nein, nicht von Stärke. Nicht von der Stärke, rein vom Plot, Digga. Was, ja, okay, aber was sollen die da machen? So, sie können ja nicht die Teleschnecke sich aus dem Arsch ziehen, weißt du? Ich meine einfach nur, wie die aufgebaut sind. Es ist immer so, oh nee, wir müssen da jetzt hingehen. Oh nee, oh, ich hasse alle Menschen. Die waren ja auch niemals unten. Guck mal, wir haben doch jahrelang gedacht, okay, die sind vielleicht super deep und die sind vielleicht bla bla bla, was auch immer, ne? So, ich würde ja jetzt schon sagen, ich glaube, der Drop ist gelutscht. So, es ist mittlerweile sicher, dass die einfach so böse sind, weil die, ne, sind noch am Leben, die leben wahrscheinlich schon ein bisschen länger, die machen das alles wegen der Macht und so. Aber für mich ist das voll okay, wenn Imsa mal die Deepness bringt. Für mich ist das voll okay. So. Aber ich habe halt Schiss, dass bei beiden nicht so viel zu holen ist. Davor habe ich nur Angst. Ja, ich denke, wir kriegen noch, also zu den Einzelnen auch nochmal die Geschichte so, wer die sind so, aus welchem Haus das die kommen und wann die sind. 100%. Ja, aber deren Motive, das ist halt das Wichtige, hast schon recht. So, deren Motive darf nicht sein, so, ja? Nur weil sie böse sind so halt, ne? Ich glaube schon. Ich finde, mit denen kannst du den Plot spielen, dass sie länger am Leben bleiben wollten, weil sie so machthungrig sind. So. Du kannst ja mit denen so die richtige Kehrseite der Gier der Menschen machen. Aber wenn Imsama dann auch nur das ist, dann ist ein Problem.
glaube ich. Ah, da muss ich sagen, da hast du ja diesen ganzen Konflikt mit diesen ganzen Gründervätern, ne, mit Lilly schon, diese ganze Deepness. Also der wird nicht 0815 sein. Ja, und meine ich auch. Die Gorosei sind ja nur Sklaven eigentlich. Imsamas Sklaven. So muss man die sehen. Die verbeugen sich, 100%. Die befehlen einfach nur so. Ist ja alles cool. Also ich habe immer nur wieder die Sorge. Ich finde es ja auch geil, wie die aussehen. Kämpfe und so. Ich hätte es auch gerne ein bisschen mehr gesehen. Ich weiß jetzt nicht, also ich finde, Oda muss jetzt schon entweder, also ich finde, entweder macht er jetzt Flucht in den nächsten paar Chaptern, liegt er wieder verdammt stark danach, oder er gibt mir noch ein bisschen Gefetze, weil die ist auf Fresse hauen und nichts passiert. Das ist mittlerweile an den Zenit, finde ich. Unbefriedigend, für beide Seiten unbefriedigend, muss man sagen. Ja, es ist schon, ich check schon auch ein bisschen dieses, was ich auch, ich lese es auch oft, dass Leute sagen, die sind eine maximale Enttäuschung, so, das finde ich nicht. Na, aber das ich, nicht. Ich check's ein bisschen, aber so dieses Gefühl, da kommen diese maximalen krassen Götter von oben einmal herunter. Alle 50 Jahre kommen die einmal runter aufs Meer, so mäßig. Und dann sind sie da nur von A nach B laufen und kriegen aber selbst nichts geschissen. So. Und es ist für die. Also die Story ist ja gerade nicht zugunsten für die Gorosei geschrieben. Also so der Plot gerade jetzt. Man muss auch sagen, es ist gerade, genau was du sagst, es ist gerade super viel da. Und wir sind ja als One Piece-Fans sehr verwöhnt. Das muss man auch mal sagen, es ist ja nicht eine Normalität, dass man bei einem Battle Shonen jede Woche was bekommt, wo man so viel drüber reden kann. Ihr beide macht Videos dazu, ihr habt so viel zu erzählen. Das ist ja nicht keine Normalität. Ein normaler Battle Shonen hat das nicht, was One Piece hat. So, und dann vergisst man schnell, dieses Panel, wo die gespawnt sind, war überkrank. So, das wird man, dieser Moment, wo die auftauchen, wir sind ja voll verwöhnt, aber das ist ja immer noch absolut krank gewesen und wird auch Jahre später immer noch so ein Moment sein, wo man sagt, Digga, heftig. Das war so krass, stimmt, dann sind die aufgetaucht, auf einmal sieht man, dass ja die eine Venus da um die halbe Insel schon sich sliced. Die sind ja krass und sowas, ne? Aber man darf halt am Ende nicht vergessen, die haben halt gerade eine andere Priorität, ne? Nicht die Strohhüte fertig zu machen, sondern halt diese eine Dele-Schnecke zu finden oder Stream-Schnecke. Aber ich muss sagen, ein kleiner Erfolg wäre ja tatsächlich, wenn man herausfindet, wie man die verletzen kann. Dann hätte man natürlich endlich so einen Erfolg und Ruffy könnte dann auch aktiv, proaktiv was dagegen machen. Vielleicht kommt doch eher Zorro oder Sanji dahinter als Ruffy. Das mag aber ich, Digga. Wenn Vegapunk selber es vielleicht noch nicht weiß, weil er hätte vielleicht, wenn es was mit der Mother Flame gewesen wäre oder so, ne, oder mit den Lunarian Seraphim, wenn es da irgendwie die Fähigkeit gibt, weil das so das, was wir am nächsten haben, was wir greifen können, ne, weil die waren ja oder sind ja teils unverwundbar. Ne, wenn selbst Vegapunk da keinen Anhaltspunkt hat, ne, dann müsst ihr das natürlich irgendwie selber rausfinden. Ne, und dann ich finde das wer geil. Könnte das, ja, Shanks könnte vielleicht was wissen, weil er da oben war. Aber ich würde es tatsächlich geiler finden, wenn wir jetzt noch den letzten Schlagabtausch vor Flucht bekommen. Und sagen wir, Beispiel, Ruffy schlägt den und ein anderer Charakter der Strohbande oder kann auch Werner sein, kommt dann darauf, was vielleicht ihr Kryptonit sein könnte. Weil das wäre nochmal ein cooler Moment für einen anderen Charakter. So, weißt du, was ich meine? Ja, ja, das wäre richtig cool. Das würde ich gar nicht mal so uninteressant finden. Das könnte nochmal so. Weil dann weißt du quasi, wie du gegen die ankämpfen kannst, aber du kannst es nicht ausprobieren, weil du ja wieder weg bist erstmal. Das würde ich geil finden. Hier haben wir eine kleine Differenz. Einmal Walkery, da kann Ruffy gar nichts machen, ne? Und selbst wenn er ihn irgendwie verletzen würde, könnte Walkery sich ja trotzdem wieder regenerieren. Das war ja bei Saturn der Fall. Ja, das ist so krass. Das heißt, einerseits Walkery, zu krasses Haki wahrscheinlich, vielleicht noch eine höhere Stufe als das Advanced Königshaki oder sonstiges, ne, was vielleicht wir noch irgendwann lernen oder sehen werden. Ne? Es gibt ja verschiedene Advanced Königshaki-Formen. Durch Film Red haben wir bei Shanks eine neue bestätigt bekommen. Das heißt, da ist natürlich der komplette Weg offen, dass da vielleicht noch krassere Stufen gibt. Ne, und dann natürlich das große Geheimnis der Regeneration. Ne? Wie sind die da in der Lage, sich die ganze Zeit zu regenerieren? Ne? Weil die juckt es ja gar nicht, wenn die angegriffen werden. Ne? Die stellen sich wieder her und fertig. Ja. Ja. Und meint ihr, diese drei Punkte mal wieder, die wir von Imsama als Reaktion hatten, ist alles auf diese Nachricht? Oder meint ihr, nächstes Chapter sehen wir nochmal Imsama, der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sich auch in die Ecke gedrängt fühlt und irgendwas macht. Drei Punkte. Immer drei Punkte, bei Dragon auch immer drei Punkte. Da gibt's halt die Memes, so Dragon, Emo, so wer bewegt sich zuerst? Ja, wer macht vier Punkte zuerst, weißt du so. Wer bewegt sich zuerst? Nee, ich glaube nicht. Also ich denke, wir sehen Insta mal mit X-Chapter nicht. Glaube ich nicht. Ja, nicht? Kann ich mir nicht vorstellen, nee. Also für mich ist das so mäßig so, Insta mal ist gerade so erstarrt, so, weil er oder sie nicht checken kann, okay, diese Infos werden jetzt gerade live gedroppt, so. Weiß ich nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Imsama da jetzt so in sich gekehrt, ruhig ist, wenn alleine schon eine Million Bevölkerung gefühlt ausgelöscht wird, nur weil Sabo in der Nähe ist mit ein paar Infos aus dem Thronsaal. So, weißt du? So,
dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt Imsama die Hände so zusammenlegt, wenn die ganze Welt gerade alles erfährt und nicht. Ja, der ist sowieso schwer einschätzen. Ich weiß gar nicht bei dem so, wie das ist, ob das jetzt, ob der sich jetzt denkt, so was voll schlimm oder so, ob sein Plan sowieso so weit fortgeschritten ist, dass er jetzt sowieso loslegt. Weil. Ja, es ist krass. Ich kann mir vorstellen, Imsama sagt am Ende, weiß ich nicht, sicher noch irgendetwas da und jagt die Powerplant in die Luft, die ganze Insel da, alles in die Luft jagen, so. Ja. Aber also, irgendwas muss aber noch gesaved werden. Aus Sicht halt von Imsama, dass man Motherflame noch weiter hat und benutzen kann und reproduzieren kann. Also York retten oder so würde ja vielleicht schon reichen, ich weiß es nicht. Das Gehirn von Vegapunk geht dann auch kaputt. Ist dann die Teufeltrucht wieder im Umlauf? Was ist damit? Oh ja, stimmt. Es ist so interessant. Auch was ist mit allein auch, dass die Blackbeard-Piraten kurz davon und Saturn berührt haben. Ja, das ist safe noch benutzt. Aber Katrina Devon kann sich einfach verwandeln zu Saturn. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist voll krass. Ja, das wird auf jeden Fall nochmal gespielt. Das wird auf jeden Fall auch im nächsten Arc gespielt. So, ne, Schwenker und so. Aber das ist heftig. Dieses Ding. Joy Boy war der erste Mann, den man Pirat nannte. Ja, der auch. Vor 900 Jahren, da gab es ja gar nicht so Piraten. Ist es so eine Formulierung quasi dafür, dass er der Erste war, der so nach Freiheit strebt oder so? Ja, wahrscheinlich nur das, ja. Dass er nach Freiheit dürstet und irgendwie um die Welt gesegelt ist. Ich glaube, das ist ja schon die One-Piece-Definition eines Piraten. Deinen Traum verfolgen und nach Freiheit dürsten. Ich glaube, diese zwei, oder weiß ich nicht, das ist so in meinem Kopf, dass... Weil ich überlege gerade, wieso das für uns so eine... Also eigentlich ist das jetzt nicht so eine News, die so alles changed oder so voll big ist eigentlich. Also eigentlich ändert es wirklich gar nichts. Joybo war der erste Pirat. Es ändert auch eigentlich nichts. Ja, warte, ändert es nichts? Ja, okay, er ist halt... Ja, okay, er hat halt das One Piece versteckt, so auf den. Also, Laugh Tale, so. Joyboy ist so eigentlich der OG-Pirat, der das, eigentlich das ja. versteckt hat, so. Die Sache ist ja bei Joyboy, der hat ja diesen ganzen Konflikt mit der heutigen Weltregierung, damals gab es ja noch gar nicht, und dem antiken König ja miterlebt. So. Ja. Und die Sache ist ja, Joyboy hat ja vermutlich dafür gesorgt, dass die Pornoglyphe geschaffen wurden. Ja. Dass die verteilt werden, vermutlich durch Lily, die ja vielleicht dann jeweils diese Tatzenfrucht hatte. Ne? Mhm. Dann diese ganze Thematik mit der Arche Noah vorbereitet hat, ne? Auf der Fischmenscheninsel, dass die Fischmenschen später dann die Bürde auf sich nehmen müssen, die Diskriminierung hinnehmen müssen, aber am Ende diejenigen werden, die ganzen Menschen retten werden. Ne? Ja. Also Joyboy hat ja dann schon systematisch, ich glaube nicht, dass der einfach so diese Freiheit haben wollte, sondern dass der schon systematisch einen Plan gehabt hatte, wie er quasi dieser aufsteigenden Weltregierung später dann halt die Leviten lesen kann. Ne? Genau das vor 900 Jahren wollte er schon machen, was Ruffy jetzt wahrscheinlich am Ende von One Piece macht. Weißt du, das ist so krass. War Roger zu früh, weil der Meeresspiegel noch nicht ansteigt? Oder bin ich komplett los? Weil er noch nicht geboren war. Genau, ich denke auch eher die antike Waffe. Das ist so lächerlich eigentlich der Grund. Weil die antike Waffe ist ja so das Wichtigste mit, ne? Um die ganzen Leute zumindest in der neuen Welt zu retten. Ne? Du hast ja im Paradies, hast ja Water 7. Ne? Und es gibt ja die Theorie, dass Sunny ja nicht der einzige große Elefant ist, sondern diese riesigen Schatten auf der Thriller-Bark, dass das noch auch Elefanten sind. Noch ein Benjamin! Ne, genau. Diese riesigen Schatten auf der Thriller-Bark, die wurden ja nie erklärt oder so, ne? Bro, Digga, Ende alles zusammenguckt, dann ist vorbei, Digga. Greatest Manga of all time, Digga. Ja, Case closed. Tatsächlich, du sagst ja gerade, zusammenkommt, dann ist natürlich dann auch alles das One Piece, weil die Arche Noah kann ja nur die Leute retten, die auf der einen Seite der Redline leben, ne? Nicht auf der anderen Seite. Da hat man ja Water 7 und Iceberg und so die ganzen Schiffsbauer, ne? Egal, das ist so krass, Mann. Okay. Ja. Meint ihr? Also, wir werden irgendwann safe diesen Flashback haben mit Joyboy, seiner Crew. Was meint ihr? Ist das so eine Bootleg-Stroh-Piratenbande damals gewesen? Ja, er wird es schon ein bisschen spielen, oder? Und das Schiff? Meinst du, es war Pluton oder Sunisha? Lämmchen. Boah, ey, das ist... Weißt du, was ich cool finden würde tatsächlich? Ich würde es cool finden, wenn er bei der Crew. Lone. Dass er bei der Crew quasi nicht so zeigt, dass es jetzt so ein Lysop gibt und Nami gibt, so vorfahrenmäßig. Sondern, dass er so Vorfahren nimmt von anderen Charakteren der One Piece Welt. So, weißt du? Nicht die, sondern, keine Ahnung, so ein Arlong-Looking-Ass war auf seinem Schiff oder so ein, keine Ahnung, Miyok-Typ oder keine Ahnung, sowas, was ich geil finde. Komm mal. Und Urush, ja. Wie ist der echte Name von Joy Boy? Bro, das kann man doch gar nicht rausfinden. Binks. Ja, okay. Ja, das ist halt. Also ich bin da nicht mehr im Thema drin, bin ich ehrlich. Es war so zu Iceberg-Zeiten, aber dieses scheiß Binks-Lied, Digga, ist so plot-relevant. Das ist nicht normal, Alter.
Vor allem, wenn du auch überlegst, dass er das ja extra abgestimmt hat mit so einem Typen, sodass sie auch, so wie sich das anhört und so, und das auch alles Sinn macht. Das ist echt ein, ja, Binks wäre echt ein Call. Binks wäre tatsächlich das wirklich ein Call. Das OG-Piraten-Lied über die OG-Piraten-Crew. Ja, das wäre ein Call. Das wäre ein Call, das kann ich mir vorstellen. Weil er ist ja nicht getaufter Joyboy oder Joyboy. Nein, natürlich nicht. Was ist das? Also? Davy Jones, Digga. Ja, das wäre big, aber es wird so. Davy Jones, Alter. Captain Johnny, Sir. Captain Johns Schatz. Nein, ey, ich will hier kein Dyras lesen, Digga. Ey, ich hab heute auch so oft, ey, hört auf, Leute, Dyras Verbot hier. Ich hasse Dyras, Digga, so sehr. Die halten alle fest noch an der Scheiße, da. Digga, Alter, nein, Bro, wirklich, Dyras, ich kann das nicht mehr. Ich würde sagen, wir lieben das mal so, wie es ist. Nächste Woche Pause. Die Boys werden wahrscheinlich schon übermorgen Spoiler bekommen, wie ich das mittlerweile kenne. Nicht. Digga, das ist doch mal auch schön für mich auch zu hören. Eine Woche leiden. Auch geil, auch mal geil. Okay, Kagi, OPC, vielen Dank fürs dabei sein, Guys. Immer wieder gern. Mach's gut, ciao, ciao. Yep. Ciao, ciao. Ja, crazy, Digga. Mal wieder ein echt heftiges Chapter-Renomon. Was soll ich euch sagen, Guys? Was soll ich euch sagen?